Servus Freunde, willkommen zu einer Runde Let's Play League of Legends, in der uns gleich das Blut an den Bildschirm spritzen wird und wir uns mit dem Blutdürster den Magen verschlagen werden. Nein, wir spielen hier einfach eine Runde, just for fun. Ich spiele Twisted Fate, ein AP Carry, auch in der Mitte. Normalerweise spielt man, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, so dass man einen auf Top spielt, so wie wir es hier bei Sion sehen. Und eigentlich zwei unten und einen Jungler. So, dann legen wir mal los. Jetzt schauen wir erstmal, wen wir hier als Gegner haben. Wir haben Vega, da werden wir mal die Boots nehmen und werden mit den Heiltränken starten. Immer auf der Flucht. So, ich selber bin Level 30. Habe das Game früher sehr aufgespielt, jetzt mittlerweile nur noch ab und zu. Und wir schauen mal, wie hart wir failen werden. So, wir starten hier mit dem Skill W, wo uns wir drei verschiedene Möglichkeiten haben auf ein Skill. Das eine ist die blaue Karte, wodurch wir unser Mana wieder regenerieren. Dann haben wir die rote Karte, die den Gegner verlangsamt zu 30% jetzt bei der Stufe und einen höheren Schaden macht. Und die goldene Karte, die auch einen Schaden macht und den Gegner eine Sekunde lang betäubt, was sehr gut für Ganks ist oder je nachdem. So, dann werden wir mal hier den Kollegen gleich ein bisschen helfen. Ich hoffe, hier steht kein Busch. Nein. Das ist mein Glück. Ja. Es gab ja mal ein Patch, dass die dass die Buffs mittlerweile den näheren angreifen. Das war früher nicht so, sondern nur den, der quasi gepullt hat. So, wir müssen hier allerdings aufpassen, da im gegnerischen Jungle Rengar unterwegs ist, der einer meines Wissens nach der stärksten Jungler ist, der eine gewisse Zeit unsichtbar bleibt. Bezaubernd, nicht wahr? So, werden wir uns hier gleich mit den Rengar ein bisschen ärgern. Hopp. Das ist der Ziel. Und da haben wir schon getroffen, den guten Mann. Ich bin einzigartig. So, wichtig natürlich hier, falls ihr das Spiel noch nicht so lange spielt, sind die Last Hits. Also, man muss natürlich probieren, hier am besten möglich zu farmen. Es kommt nicht immer nur auf die Kills an. Da man durch das Farming, wenn man es richtig macht, auch ordentlich was zusammenbekommt. Der Flucht. Und getroffen. Immer wieder schön, wenn er reinläuft. Na, bis da nix. Dabei. So, jetzt haben wir die Lane ein bisschen gepusht. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir keinen Gank kassieren. Wir haben hier die Flash noch am Start und eine Ignite. Da haben wir doch auch schon den Mister. Alles oder nichts. Nein! Oh, das war knapp. Das war knapp, aber es war auch 2 gegen 1. Okay, Rengar wird zurückgehen. Knappe Sache hier gleich am Anfang. Das ist mein so, wir werden hier den Dorans Ring kaufen, um ein bisschen Schaden zu kriegen. Und 2 Wards, damit ich etwas länger farmen kann. So, wir haben auf jeden Fall Signite vom Vega kassiert. Da Rengar nur das Zerschmettern und den Blitz selber hat. Nur keine Umstände. Mm-mm-mm.
jetzt fressen wir zwar Schaden. Ich bin einzigartig. Das macht erstmal nicht so. Vegas, glaube ich, back. Jetzt werden wir hier ein Ward reinstellen. Naja, schon da. Sieh eine Karte. Na komm schon. Ich schätze. Ich fühle den Blut. So ist es mit der Ziehung. So, Vega wird sich hier verabschieden. Ja, er bleibt noch. Ja, aber jetzt. Bezaubern, nicht wahr? Kein Schaden mehr. Okay, wenn er so blöd ist und stehen bleibt, dann haben wir das First Blood. Jippa. Ich schätze. Da hat er doch meine Reichweite von meinen Spielkarten unterschätzt, der gute Mann. So, und jetzt werden wir hier gleich mal oben aushelfen. Okay, die sind noch zu zweit. Ich bin einzigartig. Da haben wir doch Rengar schon. Alles unter Kontrolle. Und da ist er down. Ja, ja, die Ultimate ist quasi ein Port in einem bestimmten Bereich, so wie man es hier auf der Karte schön sieht. Und da können wir natürlich schön ganken. Zaubernd, nicht wahr? Der große Vorteil an dem Char. Die Ulti an sich macht natürlich nicht den Hammerschaden, macht also keinen Schaden, aber wir sind natürlich sehr flexibel. So, dann müssen wir den Mana auffreshen hier, auf geht's. So ist es mit der Ziehung. So, Vega wird zum Blue gehen, dann probieren wir uns mal was. Und zwar den Blue zu holen. Okay, hier ist er. Stände. Aber er hat ihn, also hier ist auf jeden Fall Rengar am Start. Das ist mein Lieblingstag. Ach, das ist mein Gott. Bisschen Schaden kassiert. War auch jetzt blöd von mir da reinzulaufen. So, jetzt müssen wir ein bisschen mit unserem Mana acht geben. Ach Gott. Ich bin einzigartig. Mal down. Okay, den Schaden habe ich jetzt unterschätzt. Mein Gott. So. Und auf was gehen wir als nächstes? Also wir werden auf jeden Fall die Boots nehmen. Und werden...
Ach, das bin ich mir nicht so sicher, ob wir das so skillen werden. Schauen wir mal hier unter Fähigkeitsstärke. Nein, 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 nein. Glanz werden wir auf jeden Fall holen. Und die Boots noch dazu. Sieht gut aus. Und ab zurück zur Mitte. Einiger pusht ja schön. Also Winkler vorne hat gleich viel Farm wie ich. 1 zu 1 von der Geld von immer vom Geld her. Der Flucht. Somit alles im grünen Bereich. Okay, der Stun war nicht schlecht. Kleiner Versuch hier. Okay, den kriegen wir nicht so schnell, macht aber nichts. Gehen wir uns trotzdem nochmal vielleicht. Ja, das war ein Fail. Ja, da hat die Keitlin ein bisschen geschlafen. Macht aber nichts, weiter geht's im Text. So, was haben wir denn? 1000. So, schauen wir mal hier nach. Okay, wir werden auf das Fluch des Lichts gehen, ja, wegen dem Doppelschaden, also Combo vielleicht W und Q, dass Q noch mehr Schaden macht. Sieht es denn allgemein aus, also wir führen 5-4. Jetzt hat okay, Kite hat einen Kill, das ist schon sehr schön. Somit auch schon das Riesenschwert. Immer auf der Flucht. Und wieder weiterfahren hier. Sieht gut aus. Okay, ein bisschen aufpassen. So, die Ulti hier, wenn wir diese farmen, kriegen wir eine höhere Reichweite. Das pingen wir hier mal an. Guck mal, ob Trundle was macht. Ne, Trundle geht weg. Ich bin einzigartig. So, jetzt ist die Frage, ich habe jetzt nicht geblickt, jetzt gucke ich mal kurz hier unten. Ranger noch da unten, schneide ich ja nicht. Okay. Ihr gebt. Ein Verbündeter wurde getötet. Hm. Ja.
Ihr wurdet getötet. Immerhin mal mitgenommen. Naja, wie gesagt, ich bin immer ganz in der Übung, macht aber nichts. Wir tun hier trotzdem, denke ich, einen einigermaßen passablen Job. Na komm schon. So Ulti geht, dann kann ich nämlich gleich anpingen, wenn man attacken kann. Ich glaube, hat den Draht schon gerochen, ne? So, Undra Tower da natürlich jetzt. Werden wir hier in der Mitte weiter pushen. Natürlich Speed ist sehr schwer zu kriegen. Deswegen fahren wir hier gleich weiter. Ach, jetzt haben wir Schaden gelöst. Da kommt her, Freunde. Wenn sie nicht halten können. Ihr Team hat einen Turm zerstört. So, immer an Wards denken. Hätte ich gerne den Blue, wenn ich ihn noch bekomme. Das ist mein Glückstag. So. Schreiben wir doch nur direkt ein. Thank you. Okay, jetzt wird er nicht anfahren. Down, das war fast ein Kill von mir. Down. Einzigartig. Das ist rausgeflasht, ich sag. Und back. So. Kurz zum Shopping Center. Wir werden uns nun in Richtung Rabadons Todeshaube orientieren. Dann haben wir noch den Ring verkaufen, dann können wir auch noch gleich einen Zauberstab plus einen Ward holen. Nicht wahr?
So, also Weiger ist ja auch, Wölfen ist auch mit gut dabei. Wird schwierig. Naja. Ich hoffe, ich und Kaiten können es ja ein bisschen retten. Komm schon. Oh. Entweder hatte ich jetzt einen Lag oder ich konnte nichts machen. Oder ich bin voll schön in das Ding von Weiger reingespawnt. Ja, das war nicht so toll. Auch noch wegen dem Farmen dann ein bisschen eine Richtung zu geben. Also man soll, also die Pros oder die, wo das Spiel sehr gut beherrschen, haben einen Farm von 10 Minuten, 100 kann man ausgehen. Ja. Ich finde es immer schön, wie sie bei Twisted Fate von den Karten weglaufen, anstatt immer nur auf die Seite zu gehen. Naja. So, hier der Mord rein. Ja, Junge, das war halt scheiße. Naja. Ich muss auf jeden Fall weg. Ich schätze. Ja. Na kurz hier wieder das Fürchten gelehrt. Also was bei LOL wirklich ist, das Endgame kann relativ schnell kippen. Also man kratzt jetzt hier zu so einem Zeitpunkt, wo noch die Levels noch nicht komplett vollendet sind, kann man da relativ schnell ein Endgame umdrehen. Also nie aufgeben, immer weiterspielen. Es sei denn natürlich, ihr habt schon, naja, ihr liegt mit 10-1 hinten oder... Naja, das Trundle-Bild verstehe ich auch nicht ganz. Also wir haben eigentlich wirklich keinen richtigen Tank hier. Dabei. So, dann haben wir den Drake. Okay. Die Ulti hier nur zur Abschreckung. Kurz zwischen reingefunken. Ja, aufpassen, die EZ und die müsste immer ready sein. Ich bin einzigartig. Euer Team hat einen Turm zerstört. So, jetzt. Ja, Vega, das war fail. Das war mal richtig fail, mein Freund. Das war eben das, was ich mit dem Kippen gemeint habe, also immer weiter, immer weiter. Das Wichtigste natürlich in Dorn nicht flamen.
knapp, knapp hier. Ich schätze. Nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. So, weiter geht's. Wir werden jetzt hier noch mehr, ein bisschen mehr auf Schaden gehen. Und als nächstes hier den leeren Stab holen, weil wir dadurch natürlich 70 Fähigkeitsstärke kriegen. Und es 35% der Magieresistenz ignoriert. So, hier gehen sie natürlich wieder in Teamfight 3 gegen 5, das wird natürlich nichts. Caitlyn ist instant gestorben. Sehr schön, ist dann auch weg. So. Den hätte ich wahrscheinlich nicht mehr bekommen jetzt. Nicht, dass ihr denkt, ich habe geschlafen, aber ich habe mit Flash hätte es probieren können, aber so nein. Bezaubernd, nicht wahr? Mit dem Blue Buff wieder. Also wir sollten jetzt eigentlich dann hier Richtung... Okay, der... Ne, der ist noch da. Sollten wir eigentlich machen. Um noch hier ein bisschen extra Kohle zu kriegen. Ich bin einzigartig. So, und sie wird jetzt bekommen. Nur Schaden am ich schätze. So, jetzt haben wir gleich aufgepasst. Wenn's geht. So. Ist weggegangen. So geht es, Freunde der Nacht. Der gegnerische Invisible. Ich glaube, jetzt kommt ihr gleich das GG hier. Was den Hit angeht,
dürfte es gewesen sein. Oder auch nicht, der da. Ah, schade. Nice. Sauber, sauber, sauber. Und hier den Lernstab. Können wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Leben zu kriegen? Einen Katalysator des Beschützers. Aber das Game wird jetzt gleich zu Ende sein. Wir werden hier noch den Nasher machen. Natürlich nur fürs Let's Play, damit das natürlich auch noch hier mit dazu kommt. Nasher oder Baron oder wie auch immer. Oder Monster des Dschungels, weiß der Geier. So, immer hier ein bisschen im Auge haben, wo die Leute hinlaufen, wo sie sagen können. Das ist mein Glückstag. Immer sehr wichtig, hier werden wir auch noch ein Wort hinstellen. So. Okay, es gibt nochmal schön extra Kohle und natürlich den Buff. Der natürlich einiges an Zusatzschaden. Egal ob AD Carry oder AD Carry. Richtet eine 3 nach Goldsäcken, okay. Wie man hier sieht, alles erhöht. Da kommt schon. Okay, Namen kriegt die Kills. Auch nicht schlecht. Und das wird's gewesen sein. Oha, jetzt hört sich's von hinten, okay. Na, mir geht ab jetzt. Das war's, Jungs. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir, wenn ihr Bock habt. Und ich sag ciao mit auch, haut rein.